Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Jung zu sein bedeutet, jeden Tag etwas Neues zu lernen und den Glauben an die Möglichkeiten des Lebens zu bewahren. Die Schauspielerin Sophia Loren hat diesen Satz geprägt und es geht uns auch heute um das Jungsein. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Gipfeltreffen im Format Kolloquium Medizin. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich freue mich heute mit meiner Expertenrunde über das Thema ewige Jugend und wie wir die am besten erhalten oder fördern können. Und ich freue mich heute auf meine Experten, Professor Dr. Gertraud Berker-Schmidt, Dr. Friederike Wichel, Professor Dr. Dr. Harald Wallach und Dr. Matthias Meyer. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Ich freue mich auf Sie. Herzlich willkommen, grüß Gott in die Runde. Schön, dass ihr bei mir seid. Und wir haben uns heute als Thema ausgesucht. Ewige Jugend, also ist jetzt nicht unbedingt vielleicht möglich, aber es gibt Möglichkeiten, wie wir trotzdem uns Vitalität und jugendlichen Geist vielleicht auch erhalten können. Ich würde gerne mal bei dir, Matthias, anfangen. Und zwar welche Faktoren spielen denn überhaupt eine Rolle für Jugendlichkeit oder für Jugend? Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man darunter versteht, jugendlich zu sein. Also ich glaube, es ist gar nicht erstrebenswert, jung zu sein oder zu bleiben, sondern sein Leben lang möglichst wenig Beschwerden zu haben, sein Leben so zu leben, wie man es gerne möchte und seine Wünsche so zu erfüllen, wie es seinem körperlich und seelisch und geistig zulässt. Und das Maximale daraus zu holen, möglichst lange gesund zu bleiben. Und wenn man möglichst lange gesund bleiben will, dann ist es vielleicht keine schlechte Idee, sich anzuschauen, welche Bevölkerungsgruppen bleiben denn lange gesund. Da gibt es ja Unterschiede auf der Welt. Und es gibt offiziell zumindest 5 Zonen auf der Welt, die man als Blue Zones bezeichnet. Eine davon ist in Okinawa, eine in Griechenland, eine in Costa Rica, eine in Kalifornien, eine auf Sardinien. Auf Sardinien war ich neulich und habe mir mal diese Blue Zone angeguckt. Und habe mir mal sogar mit einem älteren Herrn sprechen dürfen. Der war 96 und ist die Straßen, die in Sardinien, gerade in den Bergdörfern, sehr steil hoch und runter laufen. Und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, zum einen ist es Bewegen. Die Leute sind ständig draußen, sie sind ständig in der frischen Luft, sie bewegen sich viel. Es ist eine Ernährung aus der Erde, das sozusagen Essen, was die Erde uns gibt. Es ist keine verpackte Nahrungsmittelindustrie. Es ist sehr nährstoffhaltig. Also alle Mikronährstoffe werden da automatisch mit aufgenommen. Was mir sehr aufgefallen ist, was ich in Deutschland so noch nie gesehen habe, es gab in den Dörfern öfter mal Gruppierungen von auf jeden Fall über 80-Jährigen, wenn nicht über 90-Jährigen, 20 am Stück, die nicht wie in Deutschland dann bettlägerig sind und im Altersheim versorgt werden, sondern sie waren draußen alle zusammen, haben ihren Wein getrunken, haben gelacht, lauthals. Es war eine Gemeinschaft, man hat das richtig sehen können. Und ich glaube, diese Gemeinschaftlichkeit und das soziale Leben miteinander ist eines der Sachen, die auch in allen Blue Zones so gehandhabt wird, dass die Dörfer zusammenhalten, zusammen Feste feiern und wie Menschen es eigentlich ursprünglich, denke ich mal, auch sollten, diese Gemeinschaftlichkeit auch sehr häufig teilen. Es ist auch so, dass wenn jemand zum Beispiel krank wird oder gebrechlich wird, dass dann die Gemeinschaft für diesen Menschen da ist, ihn nicht aussondert und alleine irgendwo pflegen lässt, sondern immer noch integrativ dabei ist. Und eine andere Sache, die in Sardinien, die haben jeden Abend mal ein Glas Wein getrunken, aber einen selbst angebauten Wein aus den eigenen Reben, selber mit den Händen aus der Erde geholt und das trägt zumindest dazu bei, die Gemeinschaft noch zu stärken. Diese emotionale Komponente scheint also etwas zu sein, also nicht nur glücklich sein, sondern auch irgendwie eine Erfüllung zu erleben. Auch vielleicht mit 70, 80, 90
nicht dann sozusagen unnütz zu sein, sondern immer noch aktiv Teil der Gesellschaft zu haben, eine Aufgabe zu haben, vielleicht sogar eine Arbeit zu vollführen, dass man immer noch einen Nutzen hat für andere. Es gibt ja auch nomadische Völker, die darauf angewiesen sind, als Gruppe von Ort zu Ort, in Afrika gibt es noch ein paar, anzukommen. Und wenn einer dann Knieprobleme hat und nicht mehr mitkommt, dann obliegt es einem der Familienmitglieder, von hinten einen größeren Stein zu nehmen und dann diesen Menschen einmal aus dem Leben zu nehmen, damit die Gruppe weiter gehen kann und nicht geschwächt wird. Mhm. Das ist in unseren Örtlichkeiten wohl kaum vorstellbar und wohl auch nicht erstrebenswert. Aber so, um zu leben, hat jede Gesellschaft seine eigenen Regeln. Und die Leute, die am ältesten werden, und bei den Männern ist das Sardinien, ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Gute Ernährung, gute soziale Beziehungen, glücklich sein, erfüllt sein und ich denke dann eben eine Aufgabe bis zum Ende des Lebens haben. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Biohacking ist ja im Moment so prominent oder auf dem Vormarsch, dass die Leute immer diese Selbstoptimierung vorantreiben. Was haltet ihr denn davon? Darf ich mal zu dir kommen? Ich halte nichts davon. Nee, okay. Ich halte nichts davon. Ich finde es einen totalen Schmarrn, um es mal auf gut Bayerisch zu sagen. Ne? Weil diese Selbstoptimierung mit einer Vorstellung einhergeht, die meistens von außen kommt. Also die von irgendwelchen Vorgaben kommt. Sei es, dass mir das irgendein Guru vormacht oder irgendeiner in den sozialen Netzen das verkündet oder dass irgendjemand diese Ideen einem in den Geist gibt. Wenn jemand innerlich irgendeinen Impuls verspürt, sich an einem bestimmten Punkt, sagen wir mal, selber zu erziehen oder weiterzubringen, dann ist das ganz was anderes. Aber das ist nicht Biohacking und das ist auch nicht Selbstoptimierung, mhm. sondern es ist einfach nur der inneren Stimme und dem inneren Weg folgen. Und der hat naturgemäß Sequenzen und der führt irgendwann mal zum Tod. Dieses ganze, ich würde mal sagen, transhumanistische Idee, wir können den Tod abschaffen, weil wir so eine tolle Technologie haben, ja. Das ist einfach nur Unfug, weil wenn man sich das durchdenkt, dann würde das letztlich dazu führen, dass sich immer mehr ewig Lebende ansammeln auf dieser Welt, die sich irgendwie so vor sich hin dümpeln. Und was passiert mit denen, die nachkommen? Wenn man das mal richtig durchdenkt, von Anfang bis Ende, dann ist das ein komplett totalitäres Konzept, das nur dann durchgeführt werden kann, wenn man dann den anderen verbietet, sich zu reproduzieren, mhm. wenn man dann irgendwelche Maßnahmen einführt, um die Erde irgendwie sauber zu halten und so weiter und so fort. Also ich persönlich halte das für Unfug, solange es nicht irgendwo verbunden ist mit einer sehr klaren inneren, ich würde mal sagen, Leitschnur, wo das denn hingehen soll und ein Ziel in der Vollendung des Lebens hat. Der Tod ist letztlich die Vollendung des Lebens. Und wenn wir den abschaffen, dann schaffen wir das Leben ab. Mhm. Ich glaube, also ich fand das ganz schön, was Matthias gesagt hat. Ich glaube, das war ein wunderbarer Einstieg. Und auch deinen Ansatz teile ich, Harald. Ich glaube nur, wir dürfen uns wirklich auch besinnen, dass in diesem Leben, ne, was so schnelllebig ist, was so voller Stress ist, gerade wenn du in den Großstädten unterwegs bist, das ist ja grausam, was man da erlebt. Also wir sind ja hier gesegnet und dass natürlich ja. dieses stressige Leben uns auch viel, viel Energie kostet. Ne? Und viel, viel Energie, die wir verbrauchen, fehlt uns natürlich auch. Fördert viele Radikale, hat wieder irgendwie Emotionen in sich und führt irgendwie auch zu einer schnellen Alterung. Das heißt, wenn ich auch, wie war nochmal der Titel, Ewige Jugend, ne? oder wie der Simon Felders immer sagt, so Golden Aging, wenn ich das für mich in Anspruch nehmen möchte oder auch für mein Umfeld, dann geht es auch darum, dass ich mal in die Entstressung gehe, dass ich mal meinen Energieumsatz drossel, dass ich mir mal bewusst mache, was es heißt, Fastentage einzulegen. Denn im Fasten geht der Körper in die Autophagie. Ne? Es ist ganz wichtig, dass ich mir bewusst mache, dass Meditationen wichtig sind, Spaziergänge. Also all diese Dinge, die uns helfen, dass auch oder Atemübungen, ne? mal Luft anhalten. Überall, wenn man einfach mal den Energieumsatz drosselt, dass uns das auch hilft im Rahmen dieser ewigen Jugend.
Naja, es ist ja nichts dagegen zu sagen, gesund zu altern. Das fand ich ein sehr schönes Wort. Das ist, glaube ich, das, um was es wirklich geht. Und da gehören natürlich all diese Dinge dazu. Aber ich finde, man muss das sehr klar unterscheiden, um was es letztlich geht. Geht es darum, gesund zu altern und den Lebensprozess gewissermaßen möglichst frei weiterzuführen, nicht fremdbestimmt, nicht von außen durch irgendwelche Impulse oder Reize oder Vorgaben? Oder geht es darum, dass ich sozusagen einer Ideologie hinterher renne? Das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung hier. Ich glaube auch, also mit eine, die ich einführen würde. Ein ganz entscheidender Punkt ist auch, dass wir eben nicht in einer Blue Zone leben, sondern in einer Industriegesellschaft, die mit den entsprechenden anderen Voraussetzungen auf mein System irgendwie einwirken. Und das heißt für mich auch, dass sich die Gesetzmäßigkeiten, gesund zu bleiben, ein bisschen anpassen müssen. Ich kann nicht so leben wie der Bauer auf dem Feld auf Sardinien. Mhm. Ich habe einen Bürojob oder bin in der Praxis. Ich habe vielleicht weniger Sonnenlicht. Ich habe nicht so viel Zeit, dass ich jeden Tag so und so viel Sport machen kann. Von daher muss ich mich jetzt als praktisch tätiger Arzt mit den Menschen, die zu mir kommen, damit beschäftigen, nicht wie kann ich denjenigen lange jung halten, sondern wenn der jetzt Beschwerden hat, wie kann ich diesen degenerativen Prozess umkehren und wieder in eine Gesundung hineinkommen. Und das ist ja ein bisschen, man nennt es vielleicht Reverse Aging, aber eigentlich ist es nur eine Regeneration fördern und damit eine Symptomreduktion produzieren. Und das geht mit verschiedenen Methoden und unter anderem damit, dass ich dem Nervensystem, welches ja den Rest des Körpers kontrolliert und reguliert, mehr Macht zutraue oder gebe. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist eben die Fehlstellung der Wirbelsäule zu reduzieren und dann dem autonomen Nervensystem die Möglichkeit zu geben, Bronchien und Herz und Ellenbogen und Fuß und Blase und alle möglichen Organgelenke wieder in eine Regeneration zu bekommen, dementsprechend chronische Erkrankungen langsam rückgängig machen, sodass der Patient das Gefühl hat, er ist wieder so wie vor 10 Jahren. Und das höre ich öfter. Und wenn man dann zum Beispiel die Mikronährstoffe noch dazu nimmt, wenn man diesen emotionalen Stress des Alltags oder auch, was auch immer diesenjenigen auch belastet, Traumata aus der Vergangenheit, das gehört ja auch alles irgendwie mit dazu. Mhm. Dann die Entgiftung und eben die Nährstoffzufuhr. Und wenn man das alles kombiniert, dann kann man manchmal wirklich sehen, wie Leute auch sichtbar verjüngen. Mhm. Aus deiner Erfahrung, liebe Gertraud, als Ganzheitsmedizinerin, was... Also für mich ist dieser Begriff der Selbstoptimierung der Begriff, der ein Schlagwort geworden ist, so wahnsinnig lange existiert er noch gar nicht. Stimmt. Aber das ist eindeutig ein Schlagwort aus diesem turbokapitalistischen System, wo den Leuten einfach gesagt wird, du schaffst das alles, wenn du dich nur selbst optimierst. Also wenn du nur, Leistung ist ja nahezu immer mit Leistungssteigerung verwechselt worden in dem Zusammenhang. Das heißt, in meinen Augen ist es ein Missbrauch des wechselwirkenden Körper-Geist-Seele-Wesens. Mhm. Und was wären deine Ansätze, was empfiehlst du deinen Patienten? Es ist so die Frage, was versteht man denn so unter ewiger Jugend? Ist das wirklich erstrebenswert? Ja. Ich denke, wenn man älter wird, kommt vielen vielleicht doch die Sinnfrage näher oder öfter einmal in den Sinn. Was kann ich noch Sinnvolles beitragen oder wo bin ich noch nützlich? Kann ich in meinem soziokulturellen Umfeld noch wirklich was dazu tun, um zum Beispiel auf die Enkelkinder zu schauen, mit ihnen auch zu spielen oder zu lesen? Also einfach Sinnstiftendes und auch in den eigenen Altersgruppen zu sehen, wie das ist, oder mit verschiedenen Gruppen Austausch zu haben, auch einen geistigen Austausch, oder zu schauen, wie können wir in dieser Zeit andere unterstützen. Das ist was sehr Sinnvolles, und ich glaube gerade, dass wir Alten viel Verantwortung haben, weil wir vielleicht auch mehr Erfahrungen haben in vielen Gebieten und manches sehen, was man, wenn man viel jünger ist, noch gar nicht so sehen kann. Mhm. Also für mich ist dieses Verständnis ewige Jugend. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich fühlt, wie man sich fühlen soll, wenn man alt ist. Keine Ahnung. Ich weiß keiner von uns. Nein, ich weiß es nicht. Wir sind ja alle noch jung. Ich glaube, dass das sehr viel mit der geistigen Beweglichkeit
kombiniert und mit der körperlichen, natürlich. Ja, weil wenn du die nicht hast, also wenn ich denke an diesen wunderbaren Spruch von den Kinderärzten, die Motorik ist die Intelligenz des Kleinkindes, also dann sollten wir diese Motorik auch unser Leben nicht verlieren, weil das sehr wohl was hat auch mit der Intellektualität zu tun, es hat zu tun mit dem Leben überhaupt, also wie ist die Fülle, was nicht fragen, was kann ich nicht mehr, sondern was kann ich noch, ja? Ich kann auch, wenn mir es nicht mehr so gut geht, viele andere Möglichkeiten ausloten und sagen, ja, vielleicht, wenn man irgendwelche Behinderungen hat mit dem Gehen, wo, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es trotzdem noch viele Bereiche, wo man unglaublich viel entwickeln kann. Es ist nicht so, dass die Entwicklung aufhört. Wir haben ein sehr plastisches Gehirn. Das hört auch im Alter nicht auf, wenn man es benutzt. Ja. Und was meine Mutter uns immer gelehrt hat, war, jedes Alter ist wunderschön, egal ob du jetzt ein kleines Kind hast, ein großes Kind, ob wir selber im Erwachsenenalter sind oder dann im Rentneralter. Jedes Alter hat so seine Vorzüge und in diesem Bewusstsein auch alt zu werden, dass es eigentlich nur schöner werden kann oder interessanter werden kann, war nicht immer schon für mich einen wunderschönen Ansatz, den ich auch gerne wirklich den Patienten weitergebe. Und wenn die immer alle sagen, oh Gott, ich werde jetzt 70 und so, ne, wo du denkst, na, ist doch geil, ne, ist das schön, du kannst, ne, und dann noch geistig klar und eben, ne, wie viele ältere Menschen gibt es noch, von denen wir lernen dürfen? Ja. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte so eine weise Großmutter gehabt wie dich. Also weißt du, leider ist das nicht passiert. Die haben vor sich hin vegetiert. Also das war das Stichwort, dass ein Kollege von mir gesagt hat, es ist herrlich, ab 60 fängt das Leben erst an. Auch wenn man dann vielleicht das Glück hat, Pension zu beziehen und dann eigentlich nicht mehr so abhängig ist, sondern dass es dann anfängt eigentlich mit der Freiheit. Also viel mehr sich bewegen kann, nicht mehr in diesem Rad drinnen ist, sondern nicht muss, sondern kann. Und das macht natürlich auch noch einmal einen riesen Raum auf. Und dann ist man in dem Alter meistens doch noch ziemlich, also heutzutage denke ich, die 60-Jährigen sind ziemlich fit, die meisten, die ich kenne. Also vielleicht kenne ich viele nicht, die nicht fit sind, vielleicht schauen die dann auch noch älter aus. Aber ich denke mir, das ist so ein Riesengeschenk. Und wenn wir uns da in Bewegung halten auf allen Ebenen, das ist geistig, seelisch, körperlich und noch also in dem soziokulturellen Umfeld, ja, dann ist das doch ein Riesengeschenk. Und wir sollten diese Geschenke dankbar annehmen und wirklich immer wieder schauen, wo führt uns das hin? Und es sind so viele Situationen, wo wir gebraucht werden, wirklich gebraucht werden. Und solange wir können, finde ich das großartig. Aber man muss das Alter auch leben können. Und ich habe heute ein Bild zugeschickt bekommen von zwei Männern. Der eine liegt im Seniorenheim mit Sauerstoffmaske. Und der andere mit einem Surfbrett in der Hand, muskuläres Korsett, richtig mit Sixpack, also ein Vorbild körperlich. Und beide sind 84 Jahre alt. Na, und der Weg, der die beide zu dieser Person hingeführt hat, der sie dann geworden sind, ist irgendwie eine Summe von Entscheidungen, die man im Leben so getroffen hat. Das hängt von der Ernährung, von dem, wie ich mich bewege, was ich mache, was ich nicht mache. Von daher haben wir schon auch einen echt großen Einfluss darauf, mal abgesehen von Unfällen, die passieren können oder Schicksalsschläge, die man nicht alle natürlich im Griff hat. Aber grundsätzlich haben wir einen großen Einfluss darauf, wie wir altern, wie schnell wir altern und ob wir auch Beschwerden wieder rückgängig machen können, dadurch, dass wir Regeneration eben auch fördern können, aktiv. Hängt aber schon sehr davon ab. Wo bin ich denn eingeboren? Welches soziokulturelle Umfeld habe ich? Wie ist die Familie? Was habe ich für Möglichkeiten und Chancen schon a priori? Absolut. Also, und wenn man sich die Kinder heutzutage anguckt, dann weiß ich, welche von diesen beiden Männern die wahrscheinlich alle werden. Denn wenn die nur noch am digitalen Medium hängen, sich so fallen lassen, die ganze Haltung schlechter wird, die ganze Nervenfunktion schlechter wird, die nur noch mit Fastfood oder Mikrowellenpizza gefüttert werden, sich kaum noch bewegen, sich kaum noch miteinander dementsprechend direkt kommunizieren, sind all die Faktoren, die zu einem gesunden Altern in den Blue Zones führen, alle verschwunden. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins, nämlich die schnelle Degeneration in Krankheit und früher sterben. Und es ist dann kein schöner Tod. Aber dann kommt man schon gar nicht in wirklich volle
Jugend hinein mit diesen Voraussetzungen. Gar nicht. Und das, finde ich, ist etwas, wenn wir das sehen, dann, finde ich, haben wir auch viel Verantwortung dafür. Ja, das ist, sind eigentlich junge Alte, was du beschrieben hast. Ne? Das sind junge Alte. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dieses Wort von der Verantwortung. Nur meine Erfahrung ist halt, junge Leute lassen sich nur begrenzt was sagen. Ne? Es ist nicht so leicht, dieses kulturelle System irgendwie umzukrempeln oder da zu intervenieren. Weil letztlich ist der Schlüssel zur Jugend oder das Kennzeichen der Jugend ist eigentlich die Neugier, finde ich. Ja. Die Neugier und die geistige Beweglichkeit, was wissen wollen, irgendwas unternehmen wollen, auch körperlich. Und wenn das alles wegfällt, dann ist es sehr, sehr schwer, das irgendwie wieder neu zu stimulieren, kommt mir vor. Aber sicher machbar. Ihr wisst, wie das geht, ne? Ne, ich glaube, es liegt an uns Eltern, oder? Wir, die jetzt die Kinder gebären, wir sind die Generation, die es vorleben müssen. Und dazu, finde ich, hat positiverweise auch diese Krise beigetragen, weil sie die Menschheit einfach erwacht. Ich meine, warum sitzen wir alle hier? Weil der Zuschauer es auch sieht. Er lechzt danach, er will verstehen, er beginnt zu hinterfragen. Und es sind viele. Vielleicht sieht man es in den Großstädten noch nicht, aber ich sehe schon die Menschen, die zu uns kommen, die sich vernetzen, die zu Hause ihr Kreis haben, die auch eine Botschaft wieder nach außen tragen. Und auch wenn es langsam geht, aber es geht vor sich. Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen. Ich habe in den letzten, also seit 2014, da habe ich also gegründet den Verein Schule fürs Leben und dort ungefähr 14 verschiedene kreativ-pädagogische Projekte in Schulen gemacht. Und vor allem in Schulen, wo die Kinder und die Jugendlichen nicht besonders gute Voraussetzungen hatten. Nämlich es waren 90% mit Migrationshintergrund, die also die deutsche Sprache zum Teil noch nicht oder nicht konnten und die nach der Grundschule, die heißt bei uns Volksschule, mit 10, 11 Jahren dann in diese neuen Mittelschulen gekommen sind und ich kann an eine Klasse erinnern, wo 92% dieser Kinder nicht sinnerfassend lesen konnten und das mit 10, 11 Jahren. Also es ist auch so die Frage, was kann man wo, wie unterstützen und dass die Kreativität, also eine von den Überlebensstrategien der Natur ist, also das, glaube ich, werden wir alle nicht leugnen. Also die Kreativität, die Vielfalt, die Flexibilität und die Reagibilität. Und in dem Moment, wo wir, also wir hatten Gott sei Dank große Unterstützung von der Direktorin und von den Lehrern und haben natürlich solche Projekte gemacht, wie Forschen draußen in der Natur mit Studenten, die Biologie an der Uni studiert haben. Ich habe dann zunehmend mehr Studenten eingebunden, die quasi auch so eine Art Praktikum gemacht haben von der Musikuniversität. Die haben dann Rhythmus und Mathematik und Rhythmus und Sprache oder auch Unterricht gegeben. Und dann haben wir vor allem dann auch, da gibt es dieses World Peace Game. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das hat vor 40 Jahren, glaube ich, ein amerikanischer Pädagoge entworfen, der das zuerst mit seinen Studenten gespielt hat. Und dann ist das also mit den Kindern auch gespielt worden. Das dauert ungefähr eine Woche, das ist ein Projektwochen und da haben die das also dann gemacht. Da gibt es also zwei verschiedene Staaten, alle Funktionen von Minister bis zum Intriganten, bis zum Präsidenten, und sie haben alle möglichen, sie haben Waffen, sie haben also alles, was so in einem Staat halt wirklich los ist. Und der andere Staat ist vielleicht nicht ganz so reich und dann gibt es natürlich Konflikte und das Thema ist ja, wie gehen wir mit Konflikten um? In all den 40 Jahren haben Kinder noch nie einen Krieg vom Zaun gebrochen und das ist derartig beeindruckend für mich auch gewesen und die Kinder haben nachher gesagt, die Jugendlichen, es waren also 12- bis 14-Jährige, sie wollen das noch einmal, also die haben die Lehrer gebeten, dass sie das unbedingt noch einmal spielen wollen in diesem Schuljahr, weil das war ihnen zu wenig. Das Zweite war, dass mir wichtig war, ein Projekt zu machen, wo es, das hieß, also für mich ist das Virtualität versus Realität. Das heißt, wir haben sowas wie ein, das hat sich dann Roots Camp genannt, weit weg vom Schuss. Das heißt, irgendwo, wo sie weder irgendeine elektronische Möglichkeit hatten, sie haben ihre Rucksäcke gehabt, sie haben alles tragen müssen hinauf, sie haben geschlafen in Tipizelten oder unter einer Platte, also einfach einer Plache. Oder sie haben auch natürlich müssen lernen, wie machen wir Feuer, wie können wir
das Erhalten, wie tun wir überhaupt miteinander? Also die haben noch nie so viel, glaube ich, soziale Kompetenzen erworben wie in dieser Woche. Und vor allem haben gemerkt, wir brauchen einander, wir können nicht alleine. Und das war das, was den Jugendlichen wirklich am wichtigsten war, war diese Geschichte mit dem Roots Camp, das mit dem World Peace Game. Und dann kam noch dazu ein Teil Theaterpädagogik, die das ganze Jahr gelaufen ist, wo die Themen der Kinder in den Mittelpunkt gestellt worden sind. Und zwar, wenn das also von den Kindern gekommen ist, was ist uns wichtig, dann ist daraus ein kleiner Szenen gemacht worden, so wie ein kleines Stück, also dass sie dann am Schluss natürlich auch präsentiert haben. Da wurden die Eltern eingeladen und die ganze Schule war da und von Bezirksvertretungen war jemand da. Die konnten etwas, was ihnen wirklich ein Anliegen ist, wo sie das Gefühl haben, sie möchten darüber reden oder auch eine Geschichte schreiben, dass das dann von der Theaterpädagogin gemeinsam mit den Kindern inszeniert worden ist. Und das waren diese Augenblicke, wo man gemerkt hat, dass es so viele Aha-Erlebnisse für die Kinder selber gegeben hat, dass sie plötzlich draufgekommen sind, so ist das. Also, und es war einfach auch dieses Miteinander etwas entwickeln können und dieses Produkt gemeinsam zu präsentieren. Also wirklich immer wieder. Und sie haben sich auch unglaublich gefreut, wenn sie Klavierstunden gekriegt haben. Also das war so, dass man ja Lehrpraxis machen konnte für die Musikpädagogen. Die haben das auch und ich habe das also einfach als Lehrpraxis dann auch noch in einer anderen Schule, da habe ich das 14 Jahre gemacht, die Lehrpraxis mit den Studierenden in der Schule. Das sind immer diese kreativpädagogischen Projekte und es macht einen Riesenunterschied, ob Studenten irgendwo im Elfenbein an einem Turm irgendetwas über Gesangspädagogik theoretisch lernen oder ob sie irgendwen mitbringen oder ob sie in die Realität gehen, in eine Schule, wo Kinder dann am Ende dieses Jahres mit entweder zum Beispiel in einem Stück, die haben zum Beispiel, ich habe zweimal die komplette Anna Tefka gemacht mit zwei Jahrgängen, da waren 8 Jahre dazwischen, die waren großartig. Aber da war auch, dass die Studenten natürlich viel mehr gelernt haben. Das war einfach ein völlig anderes Leben. Es war also wirklich so, dass die, wenn gesagt, das ist ein Brummer und was soll ich mit dem machen? Und der kann nicht singen. Und der hat gesagt, was kann er denn? Was macht er denn musikalisch sonst noch? Ja, der spielt Schlagzeug. Ich gesagt, ja wunderbar. Das ist ein Rhythmusinstrument. Dann versuch doch einmal rhythmisch über die Sprache mit ihm ein Stück weit weiterzugehen. Und der hat also aus der Bert Brecht hat dann das Stück gehabt, das er hätte singen sollen, Der Mensch hat einen Kopf und Kurt Weill. Und das war eben so, dass er gesagt hat, das kann er nicht. Und der Student, und ich habe dann mit dem Studenten an der Norme geredet, hat gesagt, versuch's, mach einmal diesen Text wirklich über die Sprache. Die Sprache hat dieselben Parameter wie die Musik. Es geht um Klänge, Rhythmen, Melodien und Dynamik und also Intensität. Auf jeden Fall hat er das gemacht und am Schluss hat der Bursche gesagt, also er stellt sich auf die Bühne und er sagt, und das hat er auch gemacht, die anderen können singen, die werden ihnen jetzt etwas vorsingen, ich werde das zitieren. Mutig. Er hat nicht gemerkt, dass er richtig gesungen hat. Und das war schon natürlich ganz beachtlich. Ich habe ihn nachher gefragt. Also ich glaube, dass es so vieles gibt, wo wir, wenn wir in diese Kreativität und in die Vielfalt statt Stumpfheit, Einfalt, Starre und Trägheit, ja, wenn wir dort wirklich hineingehen, dann bleiben wir jung. Ich denke schon. Ja. Ja, das sind eigentlich pädagogische Konzepte, wo wir sozusagen verhindern, dass die Jungen alt werden, bevor sie alt werden. Ne? Ja, dass die Jungen... Und man hat auch gemerkt, wie wichtig ihnen das war, also auch mit ihnen klettern zu gehen, weil sie dann an die Grenzen kommen. Sie kommen einfach an ihre körperlichen, an ihre psychischen und auch an ihre seelischen Grenzen. Und dann, also wirklich, sie sind gefordert auf allen Ebenen, geistig, seelisch, körperlich, also wirklich gefordert. Sie müssen Verantwortung übernehmen, wenn sie jemanden sichern. Sie
kommen wahrscheinlich auch an ihre Angstgrenzen. Was traue ich mich nicht oder was kann ich noch oder wo kann ich eben nicht mehr? Und das sind aber begleitete Grenzerfahrungssituationen. Und das war das, was früher eigentlich die Initiationsriten waren. Mhm. Und ja, das ist eigentlich Bewältigung von Pubertät zum Erwachsenenwerden. Und das ist etwas, was es heute so kaum mehr gibt. Also auch mit dem Bewusstsein, dass wir die Jugendlichen zu begleiten haben, aber wirklich in Grenzsituationserfahrungen. Mhm. Ja. Und wir müssen Grenzen setzen, auch natürlich. Wir sind nicht die Kumpels von ihnen. Ja. Vielen Dank für diese Ausführungen, liebe Gertraud. Es war sehr spannend jetzt, was Musik oder was Rhythmus und diese Dinge alles tun können und was die Kreativität alles bewegt. Malen gehört auch dazu, genau. Also Musik insgesamt, glaube ich, ist ein ganz wertvoller Faktor. Praktiziert ihr ja auch hier auch in der Swiss Mountain Klinik, habt ihr immer noch den eigenen Chor? Ja, genau. Da wird viel gesungen und ja, das finde ich ganz spannend. Und die Blue Zone-Dinge, also auch wichtig, was wir uns davon in unsere Welt holen können, in Anführungszeichen, also in unsere Lebenswelt, Mikronährstoffe, dass die Stimmen, sagen wir mal so, und die sind auch sehr individuell wiederum zu betrachten. Und die Wirbelsäule ein ganz wichtiger Aspekt und dass wir mehr in dieses Gleichgewicht zwischen Parasympathikus und Sympathikus kommen, Stress senken und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben das Wichtigste angesprochen und ich danke euch für eure Expertise in diesem Zusammenhang. Ich freue mich auf weitere Gespräche, die uns allen weiterhelfen, gesund zu altern. Ich formuliere es mal so. Ne? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns durch dieses Gespräch begleitet haben. Und wir hoffen, dass wir auch Ihnen den ein oder anderen wertvollen Tipp gegeben haben, um gesund zu altern und ja doch irgendwie im Geist auch jung zu bleiben. Also bleiben Sie neugierig und bleiben Sie fleißig bei uns in den Sendungen. Das würde uns sehr freuen, denn wir suchen immer nach Lösungen für Probleme, die uns das tägliche Leben macht oder das wir uns auch selbst machen. Bleiben Sie in diesem Sinne wachsam, achtsam und liebevoll zu sich selbst. Und im Namen meiner Gäste wünsche ich Ihnen Gesundheit auf körper-, geistiger und seelischer Ebene. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen.